Unsere Firma ist ein mittelständisches Unternehmen, in vierter Generation geführt. Historisch gewachsen haben wir zwei Sparten. Einmal Elektrogeräte, nämlich Staubsauger mit hohem Anspruch an Filterungstechnologie. Und die zweite Sparte gehört zur Bauindustrie, Beton- und Keramikkraftwerke. Unsere Digitalisierungsleistung geht daran, dass wir die Technologien, in dem Fall Virtual und Augmented Reality, verstanden haben und die Bedeutung speziell für unser Unternehmen verstanden haben. Weil es ist wichtig, nicht nur allgemein Trend folgen, sondern vielleicht Trend vorherzusehen und zwei, drei Schritte vor dem Markt zu gehen. Hauptherausforderung bei uns war, dass die ganze Staubsaugertechnologie steckt innerhalb des Geräts und der Kunde sieht das einfach nicht. Egal, ob es auf dem Regal, im Markt oder online. Und mit Hilfe von Augmented Reality haben wir dem Kunden gelassen, wirklich in Staubsauger drin zu schauen und die Technologie zu erleben, auch spielerischer Aspekt. Und das funktioniert überall, egal ob man auf Regal, ob vor dem Regal steht oder online oder an jedem Ort. Die meisten Mitarbeiter haben hohe Firmenloyalität, weil das ist Familienunternehmen. Auch viele kommen aus der Region. Leider haben wir nicht zu allen Themenfelder Kompetenzen und versuchen wir, diese Kompetenzen, auch Digitalisierung, auf verschiedene Wege aufzubauen. Wir schulen, qualifizieren die Mitarbeiter oder stellen neue Mitarbeiter ein. Rhein-Ruhr ist Umgebung, wo alles dicht ist, alles in der Nähe ist und sehr starke Industrie und sehr starkes Mittelstand. Und das ist auch so geblieben über alle Krisen.